Sie ist wieder da, die Bestie namens Krieg. In Osteuropa wird seit Februar gekämpft, in der Taiwanstraße könnte die aktuelle Krise eskalieren und wer weiß, was uns noch alles am Persischen Golf droht. Der Traum vom ewigen Frieden ist endgültig ausgeträumt, der Krieg kehrt zurück ins Bewusstsein der Menschen, auch in Europa. Viele Deutsche glauben, nun in einer neuen Welt zu leben. Das ist falsch. Seit es den Homo sapiens gibt, fallen seine Artgenossen übereinander her. Und seit es Staaten gibt, führen diese gegeneinander Krieg. Das war so und es wird immer so sein. Liebe Hörer, damit darf ich Sie sehr herzlich willkommen heißen. Schön, dass Sie wieder dabei sind. Mein Name ist Martin Wagener. In der zweiten Folge von Realistisch gedacht, das alternative Auslandsjournal, geht es um das Thema Krieg. Ich unterhalte mich dazu mit Professor Dr. Martin van Krefeld, einer Legende unserer Zunft. Er gehört zu den international führenden Militärhistorikern. Seine Bücher sind in zahlreiche Sprachen übersetzt worden. Wir freuen uns daher bei Kontrafunk sehr, dass er zu einem Gespräch bereit war. Zu Beginn dieser Folge möchte ich kurz zurückschauen. Ich habe viele Kommentare zum ersten Auslandsjournal erhalten. Auf meinem YouTube-Kanal können Sie sich dazu einige Antworten in Form eines Podcasts anhören. Sie sehen, ich nehme das, was Sie mir schreiben, natürlich ernst. Wenn Sie mögen, können Sie mir gerne auch auf Twitter folgen und weiter kommentieren. Nun darf ich Ihnen aber erst einmal unseren Gast etwas näher vorstellen. Martin van Krefeld wurde 1946 im niederländischen Rotterdam geboren. Seine Familie siedelte sich nach dem Krieg in Israel an und gehört damit zur Aufbaugeneration des jüdischen Staates. Heute lebt mein Kollege in einem Vorort von Jerusalem. Von dort blickt er, immer noch sehr aktiv, auf eine große akademische Karriere zurück, zu der ein umfassendes Oeuvre gehört. Persönlich bin ich durch sein Buch »Die Zukunft des Krieges« von 1991 geprägt worden. In deutscher Sprache sind viele weitere Schriften zum Thema erschienen, zu nennen sind beispielhaft »Kriegskultur«, »Warum wir kämpfen«, »Die tiefen Wurzeln bewaffneter Konflikte«, »Kampfkraft«, »Militärische Organisation und Leistung der deutschen und amerikanischen Armee 1939 bis 1945«, »Die Gesichter des Krieges«, »Der Wandel bewaffneter Konflikte von 1900 bis heute«, »Wir Weicheier«, »Warum wir uns nicht mehr wehren können und was dagegen zu tun ist«. In englischer Sprache kommen viele weitere Werke hinzu. Bemerkenswert sind auch seine semi-fiktionalen Autobiografien. So hat sich Martin van Krefeld in die Rolle Hitlers versetzt und aus dessen Sicht das Leben des Diktators Revue passieren lassen. Das Buch heißt »Hitler in Hell«, was er noch zu sagen hätte. Aus dieser sehr speziellen Perspektive ist 2022 die Abhandlung »I, Stalin« hinzugekommen. Auch philosophische Schriften finden sich unter den Veröffentlichungen, so zum Beispiel »Gleichheit, das falsche Versprechen«. Seine sicherlich umstrittensten Publikationen befassen sich mit dem Thema Frauen und Krieg, etwa in dem Buch »Das bevorzugte Geschlecht«. Martin van Krefeld und ich kennen uns seit 2011. Damals war er Gastwissenschaftler an der Universität Trier. Ich hatte dort eine Juniorprofessur inne. Mit großer Neugier habe ich seinem ersten Vortrag beigewohnt. Es sollte zugleich der letzte werden. Denn linke Kräfte und Feministinnen machten anschließend sofort mobil. Vielleicht lag es schlussendlich an einer kleinen rhetorischen Spitze. Martin van Krefeld hatte den damals rebellierenden Damen beim Thema Frauen und Krieg wortwörtlich Penisneid vorgeworfen. Anschließend ging das Kesseltreiben los. Die gerade frisch ins Amt gekommene Leitung der Universität Trier war mit dem Vorgang vollkommen überfordert und warf den Kollegen postwendend hinaus. Ich habe ihn anschließend in mein Seminar eingeladen, woraufhin mich die Universitätsleitung über einen Mittelsmann aufforderte, das zu unterlassen. Meiner Bitte, dies schriftlich anzuweisen, wurde natürlich nicht entsprochen, denn damit wäre der Eingriff in die Lehrfreiheit dokumentiert worden. Es gab dann einen kleinen Streit, am Ende musste ich nachgeben, aber nicht ganz. Ich lud Martin van Krefeld zum Vortrag in ein Restaurant in der Trierer Innenstadt ein und wir hatten alle einen schönen, interessanten Abend. Im Zuge dieser Entwicklung haben wir uns kennengelernt und sind seit Jahren beim Du, was auch im Interview beibehalten wird. Zu dem, was Sie nun hören, möchte ich einige Anmerkungen machen. Erstens,
Wenn sie für von ihrer Position abweichende Meinungen nicht offen sind oder sich als Feministin fühlen, dann schalten sie am besten gleich wieder ab. Zweitens, in Interviews, die sie in der ARD oder im ZDF hören, werden sie immer wieder eines feststellen, vor allem im Umgang mit AfD-Politikern. Aus einem Gespräch wird ein Verhör, der Journalist will glänzen und sich zeigen, der Sender nutzt das Interview, um eine politische Botschaft zu transportieren. So gehe ich nicht vor, ganz gleich mit wem ich spreche. Mir ist wichtig, die Meinung meines Gegenübers zu erfahren, ob sie mir gefällt oder nicht. Das bedeutet, dass der Gast Zeit bekommen muss, sich zu präsentieren. Nur so kann sich der Hörer ein eigenes Urteil bilden. Drittens, auch wenn dieses Interview eine gewisse Länge hat, wir können die Dinge immer nur anreißen, mal mehr, mal weniger pointiert. Alles ließe sich weiter ausführen, es ist in diesem Format nur zeitlich leider nicht möglich. Ich muss Schwerpunkte setzen. Was kann ein Interview also leisten? Es vermittelt einen Eindruck, mehr nicht. Viertens, Martin van Krefeld spricht sehr viele Sprachen, Deutsch gehört dazu. Er formuliert ruhig und überlegt, hören Sie sich in ihn hinein, es lohnt sich. So viel zur Vorrede, legen wir los. Ich darf jetzt sehr herzlich Professor Dr. Martin van Krefeld begrüßen. Lieber Martin, vielen Dank, dass du zu mir gekommen bist und vielen Dank auch für deine Bereitschaft, heute mit mir über das Thema Krieg zu sprechen, das ja viele Menschen sehr bewegt, gerade auch in Deutschland. Wir haben uns viel vorgenommen, deshalb möchte ich gleich einsteigen und mit einer grundsätzlichen Frage beginnen. Was ist eigentlich Krieg? Im Laufe der Jahre haben sich ja zahlreiche Spielarten dieses Begriffs etabliert. Wir sprechen heute von alten Kriegen, neuen Kriegen, Bürgerkriegen, hybriden Kriegen. Wenn wir auf den Kern des Begriffs schauen, was ist das Wesen des Krieges? Das ist eine sehr schwierige Frage, denn Krieg hat eine sehr lange Geschichte. Und während dieser Geschichte, also über 12.000 Jahre mindestens, hat es sich stark entwickelt und auch verändert. Und deshalb ist eine Definition fast unmöglich. Ich werde es trotzdem versuchen. Erstens, der Clausewitz behauptet, Krieg ist ein Duell, also ein Zwischenkampf zwischen zwei Leuten oder zwei Mächte oder zwei Heere. Ein Zwischenkampf. Aber nicht jeder Zwischenkampf ist ein Krieg. Und deshalb ist noch eine andere Definition nötig. Man kann von Krieg reden, wenn die Auseinandersetzung, also legal ist, also Gewalt, das ist nicht legal ist, ist kein Krieg, das nicht als legal angesehen wird. Solch eine Gewalt ist eigentlich mehr ein Verbrechen, nicht wahr? Also die Frage ist nicht nur, was man tut, sondern wie es legal mit das, was man macht, steht. Und diese Elemente zusammen, also Clausewitz redet von Gewalt und der Cicero, der Römer, redet von einer legalen Situation. Und eigentlich kann man vom Krieg nur dann sprechen, wenn es die beiden Elemente gibt. Du hast auf die lange Phase verwiesen, in denen es Kriege gibt und den Staaten ist es bislang nicht gelungen, ihn loszuwerden. Warum ist das so? Vielleicht liegt die Auseinandersetzung in menschlicher Natur. Wenn es eine Auseinandersetzung gibt, gibt es, wie der Clausewitz auch sagt, eine starke Tendenz zum Eskalation. Also Menschen können vieles machen, aber ein Ding können sie nicht. Einzeln in ein und allein in ein Zimmer sitzen und nichts tun. Sie brauchen Aktion, sie brauchen Aufregung, sie brauchen Hormone und der Krieg, der bringt alle drei. Nicht wahr? Es gibt vielleicht im tiefsten Tiefe diese Unfähigkeit von uns, einfach da, dort zu sitzen und nichts zu tun. Ja. Sondern wir müssen uns immer mit anderen
auseinandersetzen. Und wenn es so weit ist, dann ist die Frage von Eskalation nur eine Frage von Zeit. Pazifisten sagen ja, am einfachsten wäre es, wenn wir ganz einfach keine Rüstungsgüter mehr exportieren, wenn keine Waffen mehr auf dem Markt sind, dann gibt es auch keinen Krieg mehr. Kann man das historisch so einfach sagen? Ist das belegbar? Aber wozu exportieren? Wir selbst benutzen sie doch auch. Also ich habe diese Frage gesehen und es wundert mich. Es sind nicht nur die anderen, die schlecht sind und Krieg führen. Es sind auch wir. Ja, ja. Nicht wahr? Also es ist wahr, ohne Waffen könnte man nicht Krieg führen. Aber es hat tausende Jahre lang Krieg gegeben, ohne Bomben und ohne Tanks und ohne Panzer und ohne Flugzeuge und ohne. Also von Waffen hängt es meiner Ansicht nach nicht ab. Wenn Menschen keine Waffen haben zum großartigen modernen Krieg, werden sie alle möglichen Waffen benutzen, die wo zum Hand sind. Mhm. Also Steine und Stocken. Ja, was sagst du denn zu jenen, die der Idee von Global Zero anhängen? Also die glauben, dass die Welt friedlicher wird, wenn wir keine Nuklearwaffen mehr haben? Man könnte sagen, das errichtige Wunder über diesen Ukraine-Krieg ist, dass 6 Monate vergangen sind und es hat sich noch nicht eskaliert zum Weltkrieg. Eigentlich hätte man erwarten können, dass er sich eskaliert, so wie der deutsche Überfall auf Polen in 1939 zum Beispiel. Aber liegt das nicht daran, dass wir Atomwaffen haben, dass es nicht zur Eskalation gekommen ist? Meine Meinung ist, das ist natürlich nicht zu beweisen. Und heute gerade hat der russische Außenminister gesagt, Russland braucht in Ukraine kein Atomwaffen. Also eigentlich in so einem Krieg hätte man Eskalation erwartet. Das ist aber nicht passiert. Und das ist meiner Meinung nach, haben wir nur oder fast nur Kernwaffen zu danken. Ohne Kernwaffen wäre dieser Krieg wahrscheinlich längst eskaliert und hätte ganz Osteuropa und vielleicht ganz Europa erfasst. Das heißt, die Pazifisten liegen nicht richtig. Atomwaffen machen die Welt sicher. Atomwaffen sind das Beste, was die Menschheit je übertroffen haben ist. Ohne Atomwaffen hat es höchstwahrscheinlich seit 1945 mindestens 1, 2, vielleicht 3 Weltkriege gegeben. Ein Weltkrieg jede Generation. Das ist nicht passiert. So, darüber dachten übrigens die Leute damals auch. Die Leute damals waren auch ziemlich sicher, dass es noch ein Weltkrieg kommen soll. Ich habe sich darauf vorbereitet. Und nur langsam haben sie begriffen, dass so ein Krieg das Ende der Menschheit bedeuten könnte. Mhm. Diese Realisation ist, glaube ich, so zwischen 1955 und 1960 durchgedrungen. The Age of Nuclear Plenty, wie man das auf Englisch nennt, das Zeitalter, in dem genügend Kernwaffen gab, um den Welt und den Menschenheit zu zerstören. Das war etwas Neues. Das ist noch niemals gewesen. Nicht annähernd. Und es hat Jahre und Jahre gedauert, bis man damit eigentlich fertig kam. Insoweit, wenn man damit überhaupt fertig gekommen ist. Denn immer gibt es auch noch heute Leute, die glauben, man so alle Kernwaffen abschaffen. Also das ist eine Illusion. Mit dem besten Willen auf der Welt kann man diese Waffen nicht abschaffen. Und ich persönlich glaube, dass so ein Satz die Welt sehr wenige sicher macht, als er jetzt heute ist. Ja, wir haben kurz schon über Osteuropa gesprochen. Hast du dir vorstellen können im letzten Jahr, dass Russland die Ukraine überfallen wird? Kaum.
Kaum. Ich trotz glaub, der Manöver und der Aufmärsche. Kaum muss ich zugeben. Kaum ist das wichtige Wort, denn ich glaubte nicht, dass es zum Krieg kommt, aber im Hinterkopf habe ich natürlich immer das Idee, aber er kann doch kommen. Und so ist es geworden. Ja, die Zukunft beherrschen wir nicht. Hat dich überrascht, wie schlecht die Russen am Anfang performt haben? Wenn man sich den Marsch auf Kiew anschaut, der kläglich gescheitert ist. Ich war doch sehr irritiert, mir das dann in den Medien näher mal anzuschauen, dass sie so schlecht vorgegangen sind. Jetzt scheinen sie sich ja konsolidiert zu haben und ihren Zielen, zumindest Teilen der Ziele, doch Schritt für Schritt näher das zu kommen. Das stimmt. Sie haben angenommen, dass alles, was sie brauchen, ist erstens ein Kudemann und zweitens ein Siegeszug. Und dazu ist es nicht gekommen. Also sie haben die Ukraine und auch das Westen unterschätzt. Aber solche Dinge passieren im Krieg und jetzt machen sie es richtig, mehr oder weniger, glaube ich. Und es kann noch sehr lang dauern. Es kann keine Frage sein, dass Ukraine diesen Krieg gewinnt und auch alle Gebiete zurückerobert. Das wird einfach nicht passieren. In Deutschland haben nun sehr viele Angst davor, dass Wladimir Putin weitermachen wird, dass die Ukraine nur der Staat ist und dass danach möglicherweise eine Ausdehnung des Krieges auf weitere Teile des Kontinents droht. Ist das realistisch? Naja, er hat also am Anfang war das vielleicht logisch, aber seitdem ist dieser Krieg gewachsen und gewachsen und gewachsen. Und ich glaube, Putin soll verrückt gewesen sein, wenn er noch versucht, sie auszubreiten. Umgekehrt, er sucht sie zu begreifen, zu beperken, damit er sie so oder so gewinnen kann. Wenn der Krieg sich ausweitet, kann er ihm gar nicht gewinnen. Wie lässt sich der Krieg in der Ukraine beenden? Was wäre dein Lösungsvorschlag? Da liegt ja einiges auf dem Tisch. Also ich stehe jetzt auf eine schwarze Liste von Zelensky. Denn mit einigen anderen habe ich behauptet, dass dieser Krieg militärisch nicht zu gewinnen ist. Nicht durch die Ukrainen und auch nicht durch die Russen. Und das bedeutet also, man braucht eine politische Lösung. Irgendeinen Kompromiss. Und der Ludwig hat darüber geschrieben, mein Freund, dass also als Beispiel hat er die Volksabstimmungen benutzt, die man in Osteuropa nach dem Ersten Weltkrieg gehalten hat. Vielleicht, aber ohne eine politische Lösung, also ohne einen Kompromiss mit Russland geht es nicht. Russland wird nie besiegt. Ich weiß nicht, was es überhaupt bedeutet, Russland zu besiegen. Russland wird höchstwahrscheinlich das bleiben, was sie längst gewesen ist. Also eine starke Macht, mit deren Interessen man rechnen muss. Und das hat anscheinend der Zelensky wütend gemacht, nicht nur auf mir, sondern auch auf anderen, inklusive der Ludwig. Gut, wechseln wir kurz mal den Schauplatz und schauen uns etwas anderes an, nämlich die Taiwanstraße. Wie wahrscheinlich ist das deiner Meinung nach, dass die Chinesen Taiwan angreifen? Sind das nur Drohgebärden, was wir da in den letzten Tagen erlebt haben? Ist das mehr? Peking hat angekündigt, nun ein weiteres Mal Manöver durchführen zu wollen. Wie siehst du das? Ich habe es noch einmal falsch gemacht. Ja, bitte. Also ich habe, wie gesagt, ich war ziemlich überzeugt, dass die Russen Ukraine nicht angreifen sollen. Und sie haben es noch gemacht. Was soll ich jetzt sagen? Keiner weiß das, was die Chinesen tun. Es könnten sich von heute bis morgen alle Umstände verändern. Ich war... Es kann in China ein Zusammenbruch, ein Bürgerkrieg ausbrechen. Diese Leute haben Todesangst für sowas. Chinas Geschichte besteht aus Bürgerkriegen. Jede
100, 200, 300 Jahre kommt ein furchtbarer und natürlich viele dazwischen auch, aber viel kleiner. Immer Bürgerkriege, immer furchtbare Bürgerkriege. Das kann morgen passieren. Und das kann zu zwei möglichen Konsequenzen führen. Erstens, die Leute in Beijing erfinden ein Grund, warum sie jetzt Taiwan angreifen sollen, um die Aufmerksamkeit von ihre eigenen Probleme abzulenken oder umgekehrt, da sie innerhalb miteinander streiten, werden sie das nicht tun. Also es gibt zu viel Möglichkeiten. Was würde das denn für Europa bedeuten, wenn es zum Krieg in der Taiwanstraße kommt? Naja, dann ist die USA doppelt beschäftigt, nicht wahr? Einmal in Europa und in Fernosten. Und wenn es dazu kommt, werden die Amerikaner natürlich Schwierigkeiten erfahren, wie sie in beide Kriegsschauplätze intervenieren sollen. Im Zweiten Weltkrieg haben sie das großartig gemacht. Aber damals hat die USA fast 50% von alles produziert. Und jetzt ist nur 26%. Und in der Tat sind die Verhältnisse noch viel schlimmer. Denn wenn man von einem amerikanischen GDP von 26% des Welt-GDP redet, übersieht man meistens die Tatsache, dass es in Amerika mehr um Leistungen, um Services geht, als um wirklich materielle Dinge, die man anfassen kann, die man benutzen kann. Ich habe die USA erstmals 40 Jahre her besucht. Und damals schon habe ich die Eindruck, die amerikanische Wirtschaft sei hohl. Es gibt nur zwei Arten Leute. Diejenigen, die einander Rat geben und diejenigen, die einander Hamburgers verkaufen. Und dazwischen gibt es sehr wenig. Und seitdem ist es nur noch schlimmer geworden. Also, wer kauft noch heute noch etwas amerikanisch? Ihre Balance of Payment, Trade Balance, ist horrendes. Seit Jahr und Jahr und Jahr. Nie ist ein Staat annähernd so viel schuldig gewesen wie die USA. Also, wie lange kann das noch weitergehen? Und wenn es zum Krieg kommt, wird es wahrscheinlich auch Konsequenzen haben. Ich möchte jetzt mal die Ebene wechseln. Wir haben uns über den zwischenstaatlichen Krieg unterhalten. Schauen wir uns mal die substaatliche Ebene an. In den letzten Jahren haben die Konflikte in Syrien, im Irak und in Afghanistan die Schlagzeilen bestimmt. Auch dein Land, Israel, hat auf diesem Gebiet umfassende Erfahrungen gesammelt, etwa mit der Hamas. Wenn wir das aus einer Gesamtschau mal betrachten, wann ist ein Staat erfolgreich, wenn er Terroristen bzw. Aufständische bekämpft und wann nicht? Aha. Also Clausewitz hat über diese Frage auch Interessantes zu sagen. Er behauptet, zum Erfolg brauchen, was er ein Volkskrieg nennt, drei Bedingungen. Ein Erfolg ist möglich unter drei Bedingungen. Erstens, wenn es um ein großes Land geht. Ein Aufstand braucht Raum, damit die Leute sich verstecken können. Zweitens, dass das Terrain so kompliziert sein. Und drittens, es soll Hilfe vom Außen bekommen. In Ukraine stimmt nur eigentlich, Raum haben sie. Aber das Raum ist problematisch, denn das Terrain ist alles außer kompliziert. Es ist vielleicht das einfachste Terrain, was es überhaupt gibt. Und dann natürlich gibt es die Tatsache, dass sie von außen Unterstützung bekommen. Was sind die Chancen für einen Aufstand, einen Volkskrieg in die Ukraine? Ich möchte sagen 50-50. Wenn wir die Ukraine und Russland mal
verlassen und Richtung Zentralasien, Richtung Hindukusch schauen. Und man guckt sich mal an, was wir da ab 2001 gemacht haben, 2002. Ja, und die wussten selbst auch nicht, weil in Afghanistan. Ja, ja. Die ist auch nicht gelungen. Also mit dieser Art Krieg klein zu fertig zu kommen, ist nach aller Erfahrung seit 1945 außerordentlich schwierig. Wie würdest du denn das Scheitern des Westens in Afghanistan einordnen? Ich war einer der ganz einigen, die von Anfang an behauptet haben, dieser Krieg ist nicht zu gewinnen. Die Leute, die ihm also begonnen haben, die Leute von Bush, nicht wahr, die Neo-Realist und so weiter, die sind entweder verrückt oder Verbrecher. Ich glaube persönlich, ich weiß es nicht, sie sind ein Mischung von beiden. Sie waren nach den ersten Erfolgen in Irak so Powerdrunk. Sie waren betrunken mit Macht. Sie dachten wirklich, nicht nur können wir alles machen, sondern wir bestimmen, da gibt es Zitate von den Assistenten von Bush, wir haben es in unserer Hand zu entscheiden, was Realität ist und was nicht. Also so ausgedrückt findet man, na, vielleicht ein Nero hatte sowas sagen können. Oder ein Caligula, nicht wahr? Vielleicht ein Hitler oder sogar ein Hitler auch nicht. Hätte sowas auch nicht gesagt. Sie waren nicht feuertrunken, sondern machttrunken. Als ob sie in der Lage wären, alles zu tun, alles zu beherrschen. Und es hat Zeit gedauert, aber sie haben lernen müssen, dass es so nicht war. Wenn man sich anschaut, was der Westen, was die USA erreichen wollten in Afghanistan, dann war ein Ziel ja auch immer die Eindämmung des Terrorismus, die Eindämmung des Islamismus. Könnte man sagen, dass die vielen Interventionen des Westens im Nahen Osten irgendwo auch das Gegenteil bewirkt haben, dass sie nämlich neue Kämpfer motiviert haben, jetzt erst recht gegen den Westen vorzugehen? War das vielleicht sogar, was die USA und ihre Verbündeten dort getan haben, in der Summe kontraproduktiv? Ich weiß es nicht. Ich weiß es wirklich nicht. Man könnte behaupten, das Erstaunliche an dieser Geschichte ist, dass, anders als viele Leute gemeint haben, dieser Krieg und auch der Irakkrieg nicht zu sehr viel Terrorismus in andere Länder geführt haben. Ja, es gibt überall etwas Terrorismus, oder fast überall. Aber zum, was Mubarak behauptet hat, vom zweiten Irakkrieg, er hat behauptet, dies wird Tor zum Hölle. Es kommen für jede tote Aufständige in Irak 1000 Terroristen überall. So, das ist nicht passiert. Ja, es gibt Terrorismus, aber noch kein 1000 Terroristen überall, vor allem getötete irakische Terroristen. Also es ist geografisch mehr oder weniger begrenzt geblieben. Es kann sich natürlich morgen ändern. Ja. Morgen kommt ein neuer 9/11. Auf jeden Fall haben diese Konflikte ja auch dazu beigetragen, ich formuliere vorsichtig, dass es zu Flüchtlingswellen gekommen ist. Viele Flüchtlinge sind nach Deutschland gereist. Wie beurteilst du auch mit Blick auf den inneren Frieden die deutsche Zuwanderungspolitik? Ich bin hier nur 10 Tage, 12 Tage, ich weiß es nicht. Ich kann das nicht beurteilen. Wo ist mir aufgefallen, dass es gab im Flughafen Brandenburg, da habe ich Stunden und Stunden blieb ich sitzen, 4 Stunden lang, und ich guckte so, was für Leute da vorbeikamen. Auffallend war eine ziemlich große Nummer von Islamiten, Arabern, Kurden, vielleicht Türken, ich weiß es nicht. Und ich dachte mir, diejenigen, die hier am Flughafen sind,
haben es offensichtlich mehr oder weniger geschafft, ein Leben aufzubauen. Denn Flughafen sind, wie wir alle wissen, Teufelplätze. Derjenige, der nicht genug zu essen hat, der keinen Job hat, der kommt nicht am Flughafen, nicht wahr? Der geht anderswo. Es war auffallend, wie viel Islamiten, um nach der Kleidung und die Sprachen zu ordnen, zu beurteilen, es da gab. Und ich dachte, für mich allein, vielleicht geht es noch besser, als viele Menschen sich gedacht haben. Ich sehe die deutsche Zuwanderungspolitik ja sehr kritisch. Und bei der Auswertung deiner Schriften bin ich auf einen sehr interessanten Satz gestoßen. Ich darf den hier mal zitieren. Du hast einmal geschrieben, wie die historische Erfahrung in vielen Ländern zeigt, ist es sehr wahrscheinlich, dass es zu weit verbreiteter Gewalt und sogar zu Krieg kommt, wenn der Anteil einer kulturellen, religiösen Minderheit 20% übersteigt, was oft unvermeidlich ist. So weit sind wir noch nicht. So weit sind wir noch nicht. Gott sei Dank. Aber müsste Deutschland mit Blick auf das, was Zerfaserung, die Zersplitterung von Gesellschaft bedeutet, wenn Zuwanderung unkontrolliert erfolgt, müsste man da mit Blick auf die Geschichte nicht sagen, wir sollten etwas vorsichtiger sein und auch langfristig denken? Es ist ein gefährliches Spiel. Ich kenne natürlich dein Buch. Aber es ist so Mode geworden, die Merkel zu denunzieren. Nicht wahr? Sie hat das falsch gemacht und sie hat das falsch gemacht. Und das, was sie am meisten falsch gemacht hat, war dieser berühmte Satz, wir schaffen das. Sie hat doch keine Wahl. Das ist die Wahrheit. Wenn der erste deutsche Knüppel, von Feuerwaffen gar nicht zu reden, wenn der erste deutsche Stock vom deutschen Polizisten gegen Islamiten benutzt wird, wird die ganze Welt und auch viele Deutsche sagen, Nazis, nicht wahr? Nazis. Die Deutschen gingen wieder zu ihrer eigenen Deutschtum zurück, zum Nationalsozialismus. Jeder in der Welt will das sagen. In Europa, überall in Europa, in Amerika, bei uns, die Deutsche werden wieder deutsch. Das könnt ihr sich nicht leisten. Du hast ja mal gesagt, die Deutschen sind ans Hakenkreuz genagelt worden. Das stimmt. Ist das das, was du gerade meinst? Ja. Ja, ich habe das häufig mit Herrn General Fahrt besprochen. Er ist sich von diesem sehr bewusst. Ich habe ihn nie gefragt, ob Frau Merkel auch davon bewusst war, aber ich finde es sehr schwierig, mich vorzustellen, dass das Antwort negativ ist. Was sollen sie tun? Ihr habt ihr Geschichte. Diese Geschichte geht nie weg. Ich weiß persönlich auch nicht, als Jude ich war und meine Eltern sind, wie wir sagen, sie haben Holocaust leicht erfahren. Ja. Ich selbst bin nicht sicher, ob ich wirklich möchte, dass Deutschland wieder deutsch wird. Nicht wahr? Also, ihr seid wie ein einmaliger Stabschef, erstmal Generalinspektor, erstmal ausgedrückt hat. Eine gebrochene Nation, das waren seine Worte im Junge Freiheit. Eine gebrochene Nation. Was man auch tut, man macht es falsch. Und mein letzter Post, ich habe doch diese Website, diesen Blog, habe ich gerade über diese Frage geschrieben. Da steht Berchtesgaden. Okay, ich weiß, alles ist zerstört, man versucht es zu tun, als ob es nie da war. Aber es ist da, die Geist ist da. Wenn nicht die Gebäude, dann die Steine und die allerlei mögliche kleine Souveniren. Und Menschen kommen dort auf Souvenirenjagd. Es ist Teil der deutschen Geschichte.
und diese deutsche Geschichte. Ja, wie reinigt man die deutsche Geschichte? Wie schätzt du denn unsere aktuelle Befindlichkeit in Deutschland ein, wenn wir auf das Thema Krieg schauen? Ich habe so den Eindruck, dass der Ukraine-Krieg einiges offengelegt hat. Zunächst konnten wir uns das überhaupt nicht vorstellen. Stimmt. Und wenn er dann da ist, reagieren wir geradezu hysterisch und sehen den Dritten Weltkrieg bereits aufziehen. Ist das eine Psychose oder wie würdest du die deutsche Befindlichkeit da deuten? Ich glaube, was Deutschland brauchte, um wieder eine sozusagen normale Nation zu werden, braucht Deutschland einen Krieg. Aber kein kleiner Krieg gegen eine unbedeutende Minderheit von Terroristen, sondern ein richtiger Krieg gegen einen starken Angreifer. Und das kann natürlich nur Russland sein. Solch ein Krieg könnte am wahrscheinlichsten Deutschland erlösen. Aber das hieße ja dann letzten Endes, dass ich sicherlich so gegen so etwas wie Erlösung bin. Wir können ja nicht, um die Nation neu zu schaffen, einen Krieg führen. Ja. Wir Juden haben diese Erfahrung auch. Denn tausende Jahre lang, wir waren keine gebrochene Nation in diesem Sinne, aber tausende Jahre lang hat man uns Juden gesehen als Feiglinge. Leute, die krumme Beine und krumme Nase, die sich nicht verteidigen konnten oder wollten, nicht wahr? Die nur im Geld interessiert waren, die Luftgeschäfte machten und so weiter und so weiter. Und wir haben versucht, uns zu erlösen. Und die einzige mögliche Erlösung, oder nicht die einzige, aber die wichtigste Erlösung, war Krieg zu führen. Damit zu beweisen, alle zu beweisen, dass wir nicht so sind, wie man uns tausende Jahre vorgestellt hat. Und wir selbst haben das akzeptiert. Für wie kriegstauglich hältst du denn die Deutschen und die Bundeswehr? Ja, das, um Herr Vater zu glauben und er soll es wissen, ist das Antwort gar nicht. Und nicht, also, zum Beispiel, man redet von Panzer für die Ukraine, aber Deutschland hat nur 200 Panzer. Sie hat im Gesamt nur 200 Panzer, also das ist nichts. Deutschland hat sich letzte 20 Jahre so oder so, seit Herr Bundeskanzler Schröder auf militärisch zu Tode gespart. Aber es geht nicht nur um Ersparnisse, kleine Etats und so weiter. Soweit ich die Bundeswehr kenne, ist es eine merkwürdige Mischung von Bürokratie und politischer Korrektheit. Ein langer Friede bevorzugt Bürokratie. Alles muss bis zum letzten Stück Papier dokumentiert werden, nicht wahr? Alles muss geordnet sein. Alles so sich in die wohl festgelegte Rahmen befolgen. Also Bürokratie. Auf der anderen Seite politische Korrektheit. Wie in fast alle anderen abendländischen Länder ist es fast unmöglich geworden, etwas über etwas oder jemand zu sagen. Die Deutschen haben ja ein sehr verkürztes Verständnis mit Blick auf ihre eigene militärische Tradition entwickelt. Und du hast einmal gesagt, diese Aussage fand ich hochinteressant, denn eine effektive Armee ist ohne Kriegskultur undenkbar. Undenkbar, das stimmt. Wenn wir aber unsere Kriegskultur im Grunde genommen so ein bisschen auf preußische Reform, Befreiungskriege und den deutschen Widerstand verkürzen, was heißt das? Hat die deutsche Armee noch eine Kriegskultur? Natürlich nicht. Ich habe einige Male deutsche Casinos und Kasernen besucht. Und das war ganz merkwürdig. Überall, wo man geht, sogar in Israel, und wir haben mit Tradition nicht viel zu tun, in dieser Hinsicht, Heldentaten, Schlachtfelder, große Befehlhaber. Zum Beispiel Sandhurst ist
überfüllt mit diesen Dingen. Auch Saint-Cyr in Frankreich und alle anderen, sogar wir in Israel, wo im Allgemeinen die israelische Armee ursprünglich für Tradition nicht viel übrig hat. Das hat seine Gründe. In Clausewitz-Kaserne in Hamburg ist alles leer. Das früheste Bild oder die früheste historische Ereignis, die sozusagen hoffähig ist, sind die Befreiungskriege. Alles andere deutscher Militär ist schlecht, schlimm, amoralisch, feudalisch, kapitalistisch, antifeministisch, patriarchalisch. Alles andere, okay? Also es bleibt nichts übrig. Martin, ich frage dich mal ganz direkt, gibt es einen deutschen Feldherrn, den du bewunderst vielleicht sogar oder dem du Respekt zollen würdest? Ja, Moltke. Da auf der anderen eine Seite hat... Welchen Moltke meinst du? Der Alte natürlich. Sehr, sehr wenig Leute bewundern den jungen Moltke. Und ich muss sagen, er hat sich selbst auch nicht bewundert. Was also, hältst du für bewundernswert bei ihm? Er war selbst nicht sicher, ob er das in Lage war, sowas zu beherrschen und auszuführen. So eine gewaltige Pflicht. Moltke hat zwei Seiten. Auf der einen Seite war ein der ganz wenigen historischen Feldherren, die nie eine Schlacht verloren haben. Man könnte sagen, er hat nicht so viele Schlachten geführt. Das stimmt auch. Aber okay, er hat nie eine Schlacht verloren. Aber was noch merkwürdiger ist, nie hat jemand von seinem Mund ein schlimmes Wort gehört. Er war immer sachlich, immer ziemlich bescheiden. Das Kriegführen hat ihn nicht verändert. Jedenfalls nicht, solange er noch Krieg führte. Später war es ein bisschen anders. Das ist sehr hart. Deshalb hatten doch die Römer diesen Triumph, nicht wahr? Während dieser ein Feldherr triumphierte und hinter ihm stand ein Sklave und der flüsterte in des Feldherrs Ohr, nicht wahr? Erinnere dich, du bist kein Gott, sondern nur ein Mensch. Es ist so leicht, die Proportionen zu verlieren, so zu weit zu gehen. Nichts ist leichter. Man ist von aller Seite überwältigt von Leuten, die einen bewundern, die einem anbieten fast. Und damit fertig zu kommen, ist sehr, sehr, sehr schwierig. Was? Vielleicht das Schwierigste, was ein Mensch überhaupt tun kann. Und Moltke, wenn ich also an Feldherren denke, die das wohl gemacht haben, denke ich an erste Mal an Moltke, ja. Was würdest du denn dazu sagen, wenn man zu der Schlussfolgerung gelangt, mit Blick auf die Kampfkraft, die Leistungsfähigkeit der Bundeswehr, es wäre auch ganz gut, wenn man den einen oder anderen Kriegshelden hochhalten würde. Zudem Soldaten mit Blick auf die militärische Leistung des Ausgewählten aufschauen können. Ich nenne dir mal ein Beispiel, das ich ganz interessant finde. Es gab ja bis 2021 noch die Marseille-Kaserne, benannt nach Hans-Joachim Marseille, dem sogenannten Stern von Afrika. Du kennst das alles, ich will es nur für die Zuhörer nochmal sagen, 158 Abschüsse, einer der erfolgreichsten Jagdflieger überhaupt, der vor allem in Afrika gewirkt hat. Und 2021 ist diese Kaserne nun umbenannt worden, obwohl sie 1975 von der SPD-Regierung Schmidt Marseille-Kaserne benannt worden ist. Würde sich diese Person eignen? Wie siehst du das? Ja, es gab einmal hier auch eine Rommel-Kaserne. Genau. Und es gab hier ein Richthofen von der Richthofen-Kaserne. Alle sind als furchtbare Militaristen verurteilt. Und alle sind von der Tradition von Bundeswehr verschwunden. Und wie gesagt, eine Kriegsmacht ohne
Tradition ist unmöglich. Und das ist auch der Grund, warum meiner Meinung nach Frauen nicht beim Heer oder bei kämpfenden Einheiten gehören. Denn Krieg ist, wie der unter anderem der Friedrich der Große uns gelernt hat, Krieg ist vor allem eine Sache von Stolz. Menschen, Männer marschieren in das Feuer, in das Kanonenfeuer, damit sie sich vor ihren Kameraden nicht schämen lassen. Denn wie kann man ein Mensch, ein Mann, der in den Tod marschiert, belohnen? Wie kann man ihm nicht nur belohnen, sondern bestrafen? Er wird sowieso sterben. Also nur Stolz oder in der Hauptsache Stolz zwingt Menschen, Männer zum Kämpfen. Zum Fechten ist das richtige Wort. Und jetzt kommt es. Wie kann ein Mann stolz sein auf das, was auch eine Frau tun kann und tut? Und das ist die Hauptsache. Wenn ein Mann es tut, ist es für eine Frau im Allgemeinen zu schwierig. Es gibt natürlich Ausnahme. Wie kann ein Mann akzeptieren, dass eine Frau etwas besser tut, stärker ist als ihm? Und die Antwort, man kann alle politische Korrektheit der Welt heranführen, das können wir Männer meiner Ansicht nach nicht tun. Du hast ja ganz konkret gesagt, Frauen haben in Streitkräften nichts zu suchen. Man sollte sie ausschließen. Nicht vom Heer, vom Bundeswehr im Allgemeinen, aber vom Kampf der Einheiten, ja. Mhm. Und nicht, weil sie nicht gut genug sind, sondern weil ihre Präsenz eine Beleidigung für die Männer ist. Eine Beleidigung für die Männer. Wenn eine Frau etwas kann, warum soll ein Mann es tun? Du hast zu diesem Thema ja einiges geschrieben und die Feministinnen kreischen wie bei einem Beatles-Konzert, wenn sie dir zuhören bei dem Thema. Und ich glaube noch immer, auf lange Sicht wird mein wichtigstes Buch nicht die Zukunft des Krieges, wie man es auf Deutsch nennt, sondern das bevorzugte Geschlecht. Darauf muss ich ganz kurz noch eingehen, denn ich habe auch dazu natürlich etwas herausgesucht. Du hast einmal geschrieben, Frauen würden, ich zitiere, den Anblick von Männern, die sich gegenseitig abschlachten, genießen. Stimmt. Und dabei geht es dann um Gladiatorenkämpfe. Kann man das noch erweitern? Ja, natürlich. Es braucht kein blutiger Kampf zu sein. Guck mal zum Fußball. Guck mal zu so vielen anderen Sporten. Die Männer kämpfen gegeneinander, manchmal wie in Amerika mit ihrer Art von Fußball, manchmal mit tödlichen Konsequenzen. Und Frauen anbieten diese Männer. Sie sind überwältigt von Männern, von Frauen, die ihre Gesellschaft suchen, und mit sie schlafen können. Also ohne Frauen, die Kämpfer anmutigen, ohne Frauen, die Kämpfer helfen, und ohne Frauen, die sie beistehen, ohne Frauen, die sie bewundern, die auf sie warten, wenn sie in den Krieg gezogen sind, die sie wieder empfangen, wenn sie zurückkommen. Ohne diese Frauen hätte es wahrscheinlich, das sind Millionen und Millionen, okay? Ohne diese Frauen hat es wahrscheinlich kein Krieg gegeben. Das wäre fast schon ein fantastisches Schlusswort. Ich habe trotzdem noch eine persönliche Frage, die ich dir stellen möchte. Ich habe das irgendwo geschrieben und man war sehr beleidigt. Das war ein der Schiff. Ich weiß. Ich sehe sowas hier entspannt. Ich subsumiere das alles unter Meinungsfreiheit.
Eine letzte persönliche Frage. Ihr habt in eurem Haus in Israel ja einen Luftschutzbunker, wenn ich das richtig erinnere. Für euch ist es normal, dass das eigene Land von der Hamas und jetzt jüngst vom islamischen Dschihad angegriffen, bombardiert wird. Der Tod ist in Israel immer in Reichweite. Ja. Was hat das mit dir und deinem Denken, auch mit deinem wissenschaftlichen Arbeiten gemacht im Laufe der Jahrzehnte, muss man ja sagen? Es geht nicht nur um Luftschutz, Keller. Es geht um Jude zu sein. Es geht um Israeli zu sein. Es geht darum, in einer gefährlichen Gegend zu leben. Nicht nur, weil wir Probleme haben mit unseren Nachbarn und unseren Untertanen sozusagen, sondern weil die Gegend gefährlich ist. Wir sind nicht die einzige Störenfeinde, sagt man. Störenfriede, ja. Ja, ja, in dieser Gegend. Und ich kann mich wahrscheinlich das Leben ohne all dies gar nicht vorstellen. Auf der anderen Seite, es ist für uns selbstverständlich. Und wenn etwas selbstverständlich ist, bemerkt man es kaum. Man akzeptiert es. Also das ist ein doppelseitiges Problem. Es ist nicht so, dass ich jeden Tag denke, oh je, vielleicht ist der Jonathan oder der O oder der etwas meine Enkelkinder etwas passiert. Aber es könnte jeden Tag passieren. Aber, und das ist ein Trost, es kann jetzt überall passieren. Okay? Es gibt kein Entkommen. Einmal waren diese Probleme weitgehend in Israel beschwankt. Aber jetzt, ich kann heute also von einem Islamist, der hört, wie Dvorah und ich also miteinander Hebräisch reden, kann ich erstochen werden. Und sie auch. Das Risiko nennt man in Kauf und man muss damit leben. Würdest du in Berlin, letzte Frage, eine Kippa tragen? Wir haben nur das Zentrum von Berlin besucht. Also ich kenne Wedding nicht und so weiter. Vor allem das Nordosten kennen wir nicht gut. Doch das, was ich höre, ist das dumm und gefährlich. Aber im Zentrum von Berlin, soweit ich es beurteilen konnte, nicht, ist es okay. Okay. Was nicht bedeutet, dass man nicht jedes Moment von irgendeiner Verrückten erstochen werden kann. Dann sage ich, lieber Martin, ganz, ganz herzlichen Dank für dieses hochinteressante Gespräch. Ich glaube, die Hörer haben vor allem eines bemerkt, man kann dich weder richtig links noch richtig rechts einordnen. Es geht hin und her und es ist vor allem im Ansatz und im Denken sehr, sehr frei und sehr, sehr eigenständig, was du uns hier präsentiert hast. Also dafür ganz, ganz herzlichen Dank. Vielen Dank, es war auch für mich ein sehr interessanter und aufregendes Gespräch. Das Interview habe ich am 16. August geführt. Martin van Krefeld macht gerade Urlaub mit seiner Familie in Deutschland. Da hat sich die Gelegenheit zum Gespräch geboten. In Folge 3 von Realistisch gedacht, das alternative Auslandsjournal, geht es im bekannten Format weiter. Im Mittelpunkt steht dann das Thema nationale Interessen. Wie definiert man diese? Warum fällt es Deutschland so unglaublich schwer, die eigenen nationalen Interessen festzulegen und sich an ihnen zu orientieren? Sie werden dazu grundlegende und auch sehr konkrete Informationen erhalten, verbunden mit einem Versprechen. Wenn Sie sich die komplette nächste Folge anhören, werden Sie sich absolut sattelfest zu den nationalen Interessen unseres Landes äußern können. Ich wünsche Ihnen alles Gute und bleiben Sie realistisch.